Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Es ist soweit, dass der Gegner von Stefan Pütz, beziehungsweise der Wunschgegner, welcher seinen Titel bei Octagon trägt, welchen er haben will, darauf geantwortet hat, was Stefan Pütz ihm für ein Angebot gemacht hat in Bezug auf einen möglichen Superfight. Denn Terminator gegen Terminator heißt es bei Octagon, Freunde. Das wäre ultra geil und da bin ich auch mega gehypt drauf. Jetzt hat der Gegner Carlos Vemola geantwortet und eine deutliche Ansage an Stefan Pütz getätigt. Und darüber sprechen wir jetzt, Freunde. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo da und lasst uns die 70k voll machen und schaut bei ESN vorbei. Ihr könnt noch heute und noch ein paar Tage bis zum 26. 4 Produkte kaufen und nur 3 bezahlen. Schickt mir eure Bestellung zu und ich schicke euch bis zum Ende der Woche noch ein ESO-Clear zu, kostenfrei, Freunde. Und zwar nur 3 Gewinner. Der Gegner Carlos Vemola hat darauf reagiert, dass Stefan Pütz sagte, hey, lass deine Löwen frei, lass deine Krokodile frei, lass deine Tiere alle in eine artgerechte, faire Behandlung, in ein Umfeld, was den Tieren halt würdig und gerecht gegenüber ist. Und ja, Carlos Vemola sagt dir ganz klar und deutlich dazu, ich nehme den Kampf gegen dich an. Ja, du hast meinen Teammate geschlagen, du hast meinen Teamkollegen bei Octagon 36 geschlagen, aber lass gefälligst meine Löwen und meine Krokodile da raus. Ja, da wird nichts passieren mit meinen Tieren. Du kannst gerne um den Titel kämpfen, wenn du willst. Ja, ich akzeptiere dein Angebot, deine Anfrage, dass wir gegeneinander fighten. Und ja, er sagte auch zu Stefan Pütz, hey, du hast selber einen Löwen auf der Brust tätowiert, du willst doch selbst ein Löwe sein, aber den einzigen Löwen, den du im Cage vor dir haben wirst, bin ich. Und mit mir musst du dealen, mit mir musst du klarkommen in diesem Sinne. Und da bin ich ultra gespannt, wie Stefan Pütz darauf reagiert. Er hatte ja eigentlich nur diese Tierfreilassungsaussage getätigt, aufgrund dessen, weil Carlos Vemola sagte, hey, Gage gegen Gage wird gesetzt. Aber ja, anscheinend wird dies einfach nicht passieren. Ich denke, ein normaler Fight wird mir auch reichen zwischen diesen beiden Monstern. Schreibt mir auch mal dazu in die Kommentare. Guckt euch jetzt gern die Video-Message von Carlos Vemola selbst an. Ultra gehypt, geile Sache und ich freue mich auf einen mega Kampf zwischen den beiden. Hey Stefan, congratulations for beating my teammate. Good job. And congratulations for getting engaged in the cage. You got happy days now, but I think I got something you want. You beat my teammate, but this is what you want, isn't it? I got this light heavyweight belt, so as soon as I deal with Kinsel, you can come and try and get it. But I tell you what, leave my animals out of it. Leave my lions, leave my crocodiles. I know you're trying to be like me, call yourself a Terminator, having a lion tattooed on your chest. The only lion you will have to deal with is me when they're gonna close the cage behind us. So like I said, I got the belt. Come and get it as soon as I deal with the cancer. I'm ready for you, boy.